geil, yeah! So, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Let's Play WWE 2K16. Meine Karriere, weiter geht's mit der Karriere von Alexander Wolf, Alexander Tischer, Entschuldigung, Axel Tischer. Ich sage immer Alexander Tischer. Warum? Wieso? Weshalb? I don't know. Wir haben ein Match gegen Triple H. Wieso? Weshalb? Warum? I don't know. Wir haben jetzt ein Match und ob wir gewinnen werden, weiß ich nicht. Ich würde einfach mal sagen, I don't know. Beim letzten Mal haben wir ein sehr schönes Match gesehen gegen The Rock. 4,5 Sterne. Ob ich das gewonnen habe oder nicht, das könnt ihr letzte Episode nochmal nachvollziehen. So, für euch ist heute Freitag und es gibt direkt zwei Folgen. Erstmal jetzt gerade um 16 Uhr und nachher um 20 Uhr kommt noch direkt die nächste Folge online. Könnt ihr es glauben? Wir sind vor WrestleMania so halb direkt vor und wir sind sogar, ja weiß ich nicht, relativ ähnlich datiert, datiert wie in der realen WWE. Halt, wie WrestleMania ist bald, wenn man so möchte. Aber wir haben irgendwie aktuell keine Matches, die zu unserer Fehde gehören. Warum? Wieso? Weshalb? I don't know. Motto dieser Sichring, weiß ich nicht ganz, dieser Folge. So, come on. Ja, bei dem Grappeln daneben, so lobe ich mir das. Ich grüße alle, die gerade live dabei sind, alle 172 Leute, die Friends, die Ultra-Sektion der meine Zuschauer, die Friends, kann man das so sagen? Seid ihr meine Ultras? In der Südkurve, je nachdem, wo bei euch die Ultras in eurem heimischen Fußballstadion sind. Bei mir waren früher immer die Südkurve, Hansa und so. Hansa forever, für alle Zeit, Hansa forever, für die Ewigkeit. Ach schön, zerstörte Fußballfans, schreibt mir doch mal in die Kommentare, weil ich früher alles an irgendwelchen komischen Fußballnieren auswendig kannte, aber alles immer nur im Zusammenhang mit Hansa, aber schon ein paar Jährchen her, ein bisschen her. So, wir haben... Während ich wieder ein bisschen gesungen habe, habe ich meine ganzen Cornerslots verschwendet. Nichts Neues. So. Waldseite Nordkurve lese ich gerade im Chat. Entschuldigung, Südtribüne. Heißt das bei Hansa? Entschuldigung. Ich vergaß. Wie gesagt, das ist schon ein paar Jährchen her. So, zähl ihn aus. Ich meine, Count-Outs haben wir ja nicht oft genug gesehen in der WWE in den letzten Wochen, ne? Ich sag mir Owens und Big Show. Ach ja, was war das denn für ein Setting? Dann üben wir aber nochmal Triple H, ne? Ja. Naja. Ne, ach, fuck doch. An dieser Stelle möchte ich auch gerne nochmal auf mein kleines Gewinnspiel hinweisen. Das haben eventuell einige nicht gesehen. Und zwar geht es darum, dass ich mein Content auf meinem Kanal gerne verbessern möchte, Videos bringen möchte, die auf eure Wünsche angepasst sind, wenn möglich. Aber trotzdem Videos sind, die ich auch gerne produziere. Da ist ja immer ein bisschen schwer, die Balance zu finden. Da habe ich ein schönes Video rausgebracht und ich meine, das ist auch das erste Video oder das, wie heißt das? Das Video ist, das kommt, wenn man bei mir auf dem Kanal geht, auf dem PC jedenfalls, als Nicht-Abonnent. Als wiederkehrender Abonnent ist er ja bei jedem unterschiedlich. Und könnt ihr einfach bei den letzten Uploads gucken, das ist am Mittwoch rausgekommen. Da findet ihr einen Link zu einer kleinen Umfrage und da könnt ihr auch ein schönes Hashtag Friends, ein Hashtag Superfriends Paket gewinnen mit einem T-Shirt, mit einem Bandana und die Superfriends Mitglied schafft. Alles cooles Zeug, was zu der Ausstellung von einem Ultra Friends nicht fehlen sollte. Ah, schön. So, machen wir mal Signature Move. Irgendwie sowas in der Art. Schaut dort mal vorbei. Hashtag Friends! So. Auf geht's. Der Stamina war recht sparsam. Da bin ich sehr stolz auf mich und so. Warte mal ein bisschen. Ey, was machen wir mit Triple H? Ich meine, wir können ja mal kommen, mal um G-Moment, oder? Haben wir einen neuen G-Moment letztes irgendwie gekauft? Ich glaube nicht, ne? Wir können mal wie Elia unseren Tisch zeigen. Oder wie er kann gewinnen oder so, aber das schaffe ich eh nicht. So. Zack. 3, 2, 1. Um G! Geil, yeah! Geht durch. Ja, chillt ein bisschen in Kommentatoren und so.
So. Jack Bullet with that name on it. Bullet with that name. Did it, did it, did it. So, der gute Dustin, der dort in der Fracht gerade, ob auch einfach 5 Monate Superfans kaufen kann und das hier als 5 Mitglieder. Nein, das fällt nicht als 5 neue Mitglieder, weil ich will ja viele Personen haben, meine Superfriends. Mein cooles Premium-Projekt. Ach ja, aber jetzt bist du doof, die Leute in der Aufnahme. Aber du kannst gerne 5 Monate jeweils, du kannst halt die 5 Leute suchen und für die jeweils bezahlen. Kannst du gerne machen. Ach, du bist so geldgeil. Du willst nur Geld. Mach doch einfach wie jeder andere durch die Werbeeinnahmen ein bisschen Profit. Mhm. Viel Spaß damit. So. Gott, das werden wir gepinnt, aber King of King am Start. So. Gewinn mal via Countout. Werde ich aufgefordert. Von XX Robot XX. Ich sage nee. Ich sage nee. Ich gewinne zu Weg mit. Und das wir jetzt am besten mal sehen. So, dann gehen wir mal an die Seile. Wow. Aufs Knie. Ich bin eher gut über nie. Auch noch mal ins Gesicht. Wie weit muss ich denn nach links ziehen, damit er mal ins Gesicht trifft? Geil. So. Jetzt habe ich natürlich nie auf die Stamina geachtet. Wer hätte das gedacht? Und da kommt er zurück. Wow. Ja, da war überhaupt nichts out of nowhere, du mit deinem Takeover, 5 Minutes Carry Takeover. Mhm, ist ja der Zielschuh, der sagt, ne? Come on, come on! Ha, ist genau, oder? So, jetzt ist dein Ende gekommen, mein Freund. Komm mal her hier. 3, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, Signature Move. Geil. Palapau! Und jetzt, Freundchen. Can you feel it? Oh! The wear and tear. Can you feel it? When we talk about the pedigree, something I'd like to point out is you're talking about something that can be directly correlated. Gets deep. Gets deep. I don't think he's had a power. So. Guy. Pedigree. Ooh, yeah. Genau. Komm, das muss ein Ende sein, ne? Geil. You can worship us now. Oh, what a spectacular match. What a meme. Let's take a look back to go to the highlights. Wow, was für ein Match. Chairman. Here's your winner, Alexander Wolf. Ich habe mit der Championship in hand. Ich bin enttäuscht. So. Dann, in welcher Woche sind wir denn jetzt? Sind wir jetzt nicht schon in der dritten Woche? Dann kommen wir jetzt noch ein Raw-Match und dann sind wir schon bei WrestleMania. Das gibt ja wohl nicht. Das will ich so nicht. Das kann ja wohl nicht angehen. So schnell schon bei WrestleMania. Und dann noch 4 Monate oder so, dann sind wir durch mit dem Let's Play. Nee, wir müssen uns auch erst irgendwie mal irgendwann entscheiden, gegen wen wir antreten, oder nicht? Padaboom, only guy in the room. You're damn right, man. Got a bullet with my name on it. Bullet with a name. Bullet with a name on it. Bullet with a name. Na, von welchem Smackdown-Spiel ist das der Soundtrack? Schreib's in die Kommis, die Leute im Livestream wissen schon. So, das Match werden wir skippen und wir sehen uns dann bei Raw wieder nachher um 20 Uhr. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit am Start. Etwas kürzere Ausgabe hier, aber ihr merkt, dafür gibt es 2 Ausgaben heute. Okay, also seid nachher wieder mit am Start um 20 Uhr. Daumen hoch für cool. App noch aus. Euer Franz, euer Sachs. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.